Hallo und herzlich willkommen hier zur Bibellesung. Ja, also bevor wir damit weitermachen, erstmal, ich glaube, ich mache mir erstmal nur so weit und ein Fehler ist mir noch aufgefallen, dazu kommen wir gleich auch noch. Und wie ich dazu gekommen bin, Anfang Corona-Zeit 2020, da hat YouTube mir so einen Channel vorgeschlagen. Jesus ist der Weg, hat er geheißen, es war so ein schwarzer Kreis, wo in so einer fetten pinken Schrift drin stand: Wach auf. Und als YouTube dann den Kanal Wach auf gelöscht hat, was ich sehr schlimm fand, denn es war der einzigste YouTuber, der von Gott geredet hat. Und das fand ich halt eben schon geil, denn das machte sonst keiner, außer vielleicht in der Schule mal, aber sonst gar nicht mehr. Aber darum habe ich den noch abonniert, aber als ich den mir gesucht habe, habe ich einen anderen Channel gefunden, der hieß auch Wach auf. Und es war aber in so einem weißen Kreis, so mit schwarzer Schrift, und es war auch Motivation, es war was ganz was anderes. Es war ein ganz, also es war nicht das gleiche, es war nur der gleiche Name und vom Channel und auch ziemlich ähnlich, aber nur oberflächlich. Inhaltlich war es überhaupt nicht ähnlich, das war was anderes. Und darum habe ich den ja auch abonniert, weil er nicht nur von Gott redet, sondern auch Sachen aufdeckt. Und das war für mich, das war für jeden ein Grund, den zu abonnieren. Denn Missstände, die aufgedeckt werden, will einfach jeder hören. Das hat aber nichts mit Grusel zu tun. Was ist denn das da eigentlich? Ach so, genau. Das hat nichts mit Horror, Jumpscares-Zeugs zu tun, sondern einfach nur damit, weil auch ganz viele Menschen die Wahrheit hören wollen. Ist es gut, wenn man den Tisch so ein bisschen sieht, oder kann es auch genauso gut egal sein? Ich weiß nicht, ich muss noch schauen. Und genau, dann ist er mit seinem neuen Account Jesus ist der Weg gekommen. Es war so ein Bild, so ein Jesus, und unten irgendwie war so, unterhalb vom Kreis war so Wasser irgendwie mit so Wellen oder so. Hat YouTube leider auch wiederum gelöscht, und dann, weil er eben Sachen aufgedeckt hat, weil es einfach, wie gesagt, Menschen gibt, die die Wahrheit hören wollen. Es hat nichts mit Horrormärchen zu tun, wie der Joey von Jesus der Weg, die Wahrheit ins Leben, was ja sein Nachfolgekanal war. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss es jetzt so nennen. Auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, aber ja. Und jetzt ist halt eben so ein schwarzer Kreis und ein goldenes Kreuz und ein Löwe ist da noch irgendwie so mit dabei, irgendwie. Keine Ahnung, ist halt irgendwie so. Und ja, aus eigener also aus eigener jahrelanger Lebenserfahrung weiß ich auch Diskussionen. Ob das jetzt wirklich gut ist oder nicht, das ist halt eben, das ist egal, das bringt gar nichts. Nichts hinterfragen, einfach nur. Denn die Welt hier, unsere Welt hier ist nicht so logisch, wie wir Menschen es gerne hätten. Und also teilweise schon, aber teilweise auch gar nicht. Denn's, und der dritte Teil ist halt eben, das ist eben so eine geistige Sache und ja, also eine mentale Sache halt eben, ja, und wie ich zu diesem Buch gekommen bin, der Joey von Jesus ist der Weg, die Wahrheit ins Leben und so weiter, der mit diesem goldenen Kreuz da, warum ein goldenes Kreuz, keine Ahnung, und der Löwe, ich mag Löwen, aber ein goldenes Kreuz, egal, keine Ahnung, der hat gemeint, das ist in seinen Augen die textgetreueste Übersetzung ist, die Schlacht der 2000. Und auch hier schon wieder Schlachter 2000. Ich dachte, Schlachter ist oft nicht eine Anspielung auf Jesu Kreuzigung. Einfach, ich habe in den Kommentaren geschrieben, ich wiederhole es gerne nochmal wieder. Das ist zu meiner Enttäuschung einfach nur der Übersetzer war, also der Name vom Übersetzer. Und immerhin ist es nicht scary. Das, also passt schon. Und jetzt, weiß noch, eine Sache noch, die ich sonst auch immer sage, fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Was sage ich auch noch immer?
Ich hab's gerade vergessen. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ja, und 2000, genau. Weil, excuse me, wir haben 2023. Wie Linea von Nivea. Nein, das ist was anderes. Egal, ich habe auf alle Fälle Linea auf YouTube auch abonniert. Und die hat irgendwie zwei Accounts auf TikTok auf alle Fälle. Auf YouTube weiß ich nicht, ob die da auch zwei Accounts hat. Warum auch immer. Ist mir egal. Ist nur ein anderes Bild, aber der Rest ist gleich. Und ich habe da noch einen Fehler gemacht. Bei den Tagen, da war es halt eben so, dass dazwischen auch noch stand, zum Beispiel Tag 6, danach kam die Erschaffung des Menschen, danach kam der siebte Tag. Ich dachte immer, jeder Tag einzeln, damit es kompakter ist, aber und damit es auch nicht zu viel wird, aber es wurde dann doch so viel. Es waren eben scheinbar doch einzelne Sachen, also ich hätte scheinbar, weil es am Anfang so lang war, erst den Anfang der Welt erstmal nur machen sollen. Und ich glaube, ich habe dann auch gleich den ersten Tag mitgemacht, ne? Ja, und aber eigentlich wäre es ja richtig, erst der Anfang der Welt und dann der nächsten Tag der erste Tag, dann kommt der zweite Tag und dann kommt der dritte Tag, dann der vierte Tag und dann der fünfte Tag und dann der sechste Tag und dann die Erschaffung des Menschen und dann der siebte Tag und dann Gott bildet den Menschen und so wäre eigentlich die richtige Reihenfolge, aber ich dachte, es gehört zu den Tagen mit dazu und Tage sind halt eben so eigensinnige Zeitbeschränkungen, dachte ich, ich mache es besser so, egal. Und genau, warum ich jetzt nicht mit ich meine, wir haben ja gestern von die Nachkommen Kains gesprochen. Warum kommt Abel heute nicht dran? Ich habe euch doch gestern im Video, ich meine vorgestern im Video gesagt, vorgelesen, was mit Kain und Abel passiert ist. Verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr nochmal nachlesen, warum der Abel da nicht vorkommt. Und nochmal danke für die 170 Abonnenten, das finde ich echt cool. Und ich muss mich langsamer lesen, damit ich nicht Wörter überspringen kann und auch nicht raten muss, weil ich denke, ich weiß es. Was ist, oder ich, wo ich glaube, ich weiß, was für ein Wort werden soll. Und darum lese ich ein bisschen langsamer. Seht der Satz für Abel. Also, seht ist der Satz für Abel, ich weiß nicht warum. Denn Kain und Abel waren Brüder von Adam und Eva und es waren die Kinder davon und. Also Adam und Eva haben mal halt eben zwei Brüder gezeugt, Kain und Abel. Und was mit den beiden passiert ist, verlinke ich euch hier in die Videobeschreibung. Ne? Könnt ihr es euch gerne anschauen. Und dann verstehe ich trotzdem nicht, warum seht jetzt der Satz für Abel ist. Denn Abel ist ja, schaut rein, dann wisst ihr das, warum das so ist. Seht der Satz für Abel. Also, wenn ihr verstehen wollt, warum ich das so komisch finde, wie es ein Satz sein kann, schaut einfach in die Kommentare. Also nicht, weil es ein anderer Mensch ist mit einem anderen Namen, sondern weil da was anderes noch zwischenspielt. Denn das, was der Kain mit dem Abel gemacht hat, schaut einfach in die Videobeschreibung rein. Dann klickt auf den Link drauf und dann könnt ihr euch noch mal das Video vom Samstag anschauen? Erstmal hier, seht ihr das für Abel. Und Adam erkannte seine Frau nochmals. Ach, das ist. Nochmal. Seht der Satz für Abel. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Ach, so funktioniert es. Jetzt haben wir es. Aber das ist keiner S Satz. Egal, weiter. Genau, und wir diskutieren nicht, ob das gut ist oder ob das sinnvoll ist. Weil das
Es ist halt eben nicht so, wir müssen es so nehmen, wie es ist. Also nochmal, seht der Satz für Abel. Und Adam erkannte seine Frau nochmals. Also Anakin heißt Kinderzeugen, ja, also das verbotene Wort, was mit S anfängt und drei Buchstaben hat. Schokolade, SCH. Hat auch drei Buchstaben. Aber das ist halt eben darum weiter. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt. Darf ich das überhaupt so laut vorlesen? Oder ist es dann schon wieder, muss dann zensiert werden? Ich weiß es nicht, egal. Weiter. Weil Kain ihn umgebracht hat. Ah, da wird schon gespoilert. Oh, das finde ich so gemein. Aber ich muss es jetzt vorlesen, weil es da so steht. Also jetzt wisst ihr, warum ich das so komisch finde. Es braucht ihr da unten nicht mehr reinschauen. In die Videobeschreibung meine ich. Meine ich hier bei mir, sondern unten in die Videobeschreibung davor her. Und weiter. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Alles klar, morgen geht's mit den Nachkommen Adams von Seth bis Noah weiter. Bis dahin erstmal und ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche. Montag ist ein schöner Tag. Bis dahin, ciao.